Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Und weiter weiß nicht, dann bin ich meistens schon vom Tisch gefallen. Vom Tisch? Ja klar, nackig natürlich. Ja, die besten Partys sind die, an die du dich nicht erinnerst. Apropos, ihr werdet euch nicht daran erinnern, weil ihr das nicht miterlebt, gell? Wisst? Weil ihr das nicht, was ist denn hier Phase, miterlebt habt, verdammt. Warte mal. Ich habe nämlich in meiner unendlichen Unnachgiebigkeit, war ich gestern hier nochmal looten bei Z3, es war relativ chillig. Und dann bin ich bei A3 in den Bunker reingegangen. Ich hatte nämlich eine Keycard hier im Polizeirevier gefunden für den A4-Bunker. Aber da ich natürlich das verwechselt habe, A3 und A4, ne? Die genialen Geister sind immer ein bisschen doof im Kopf. Bin ich in den falschen Bunker gegangen. Anyways, ich bin drin gewesen und hab einfach mal gedacht, ach naja, wenn du schon mal da bist, ne? Guckst du mal im Depository nach. Ich narr. Ja, narr. Und so, ne? Ich weiß nicht, welcher Karre war schon da gewesen. Ja, hier. Ja. Und guck mal, was ich gefunden habe. Ein Gray Memory Modul. In einem Depository. Ne? Im ersten. Und es war noch einer drin. Es waren in einem Depository, ungelogen, 2 von diesen Memory-Chips drin. Ich kack mich warm. Und ich hab's nicht aufgenommen. Also sowas passiert wahrscheinlich nicht, wenn du es aufnimmst. Ehrlich, also ich hab's auch nicht gespawnt, weil wenn du dir was spawnst, dann hat das immer 100%. Und das hier hat halt keine 100%, das hat hier 84 und hier 91. Ich weiß ja nicht, wie man das Ding kaputt macht. Draufschießen oder was? Ich probier's mal, vielleicht geht das. Moment. Ja, es geht nicht kaputt. Das ist entweder, der Zustand ist unverrückbar und so. Ja? Unglaublich, ja? Aber es ist natürlich über so ein scheiß grauer gewesen, kein blauer. Ich denke mal, die blauen und hier die goldenen, die sind wirklich ganz weit unten im Bunker. Und das wollte ich mir nicht so geben. So. Ach, die Katze. Ich sehe da, Mietz, ich sehe das noch, wie du das Trockenfutter umschmeißt. Gestern, also ich will erst mal erzählen, was wir hier vorhaben heute, ne? Ich will heute nur mal kurz, jetzt will ich selber nicht was wollte. Angeln war ich übrigens auch immer noch verbuggt. Das wird nicht, ne? Das wird nicht. Ja, ich wollte mal heute in die Neville Base. Wir brauchen ein bisschen Stuff zum Verkaufen. Nützt nicht. Außerdem muss ich das Flugzeug mal wieder ein bisschen tanken und mal gucken, ob ein Repair-Set da ist. Deswegen hier runter auf den Flugplatz. Neville Base. Und dann mal gucken, was das ist hier. Bunker oder was? Man munkelt. A4. Das ist der A4-Bunker, für den ich die Karte hatte. Die hab ich aber jetzt selber nicht mehr. Stimmt, die hab ich weggefuckt. Ich Idiot. So, wir haben eine Pizza Fungi gebacken gestern. Haben auch schon ein Stückchen gegessen. Die Pizza möchte ich haben, hä? 1,2 Kilo. Insgesamt waren es, glaube ich, fast 3 Kilo. 3 Kilo Pizza. Das ist für mich eigentlich eine normale Größe, hä? Aber die gibt's leider nicht, die muss man selber kneten. Dann hab ich noch einen Wolf abgeknallt. Charlie? Den Charlie können wir abmachen. Das ist mir Bubs hier. Was soll schon passieren? Ja. Eins von diesen Memory-Modulen würde ich dann doch lieber da lassen, ne? Das heben wir uns auf. Das tun wir hier in unseren Baukasten. Wir nehmen das Memory-Modul mit einem schlechteren Zustand. Da dachte ich wirklich, die Lootfee will mich verarschen. Hihi, du filmst nicht, jetzt gäbe ich den ganzen Rotz und dann versuche dich mal zu rechtfertigen vor der Community. Haha, der cheatet, der Bastard. Aber nein. Wir haben eigentlich noch guten Sprit da. Ich habe auch noch unter... Oh, ein Kaninchen! Da hoppelt's. Hi, Bündchen, schnell. Geh weg, du doofe Puppi. Oh, das Kaninchen kommt ja. Jetzt doch, die Puppi hat geschossen. Hähnchen. Geh weg, Puppi, das ist meins. Das ist meins. Das ist da. Es rennt, es Fluchtfisch. Ich will dein Fleisch. Ich hab gar keinen Platz für Fleisch. Das. Puppi hat's öfter gegeben. Ich nicht. Ich sag mal. Ich hab's. Das hört man gar nicht. Einessen, doofe Kuh.
Sag mal, pack das doch mal weg. Und schön haben wir wieder Fleisch. Nicht direkt auf der Landebahn, hä? Zum Glück ist es nicht ein Rotor gekommen, hä? Oh, da hätte ich gar nicht schneiden brauchen. Kaninchengulasch. Och Gott, nee, das kleine Vieh. Jetzt könnte man die Gedärme noch mitnehmen und dann kann man da draußen eine Wurst machen. Und dann macht Böhnchen, wenn er es gegessen hat, irgendwann eine Wurst draus, hä? Die Welt ist Wurst, ne? Rügenwalder, geh weg mit deiner veganen Scheiße. wir sind echte Wurstmänner. Das ist nun mal unsere Natur. Mir tut's öh leid um die Tiere, aber was machen denn andere Raubtiere, ne? Die sagen auch nicht, ach nee, ich knabbel jetzt am Gras rum, weil das die Gazelle guckt mich so mit ihren dicken, großen, runden Augen an und so. Und sagt, da löse ich da öh hier, hast du einen oder was? Ich hab 8 Kinder zu versorgen. Mein Kit muss prall gefüllt sein, das geht nicht mit Gras. Hoffen wir hoch. So. das ist dann die Kräuternote im Tit. So, jetzt tanken wir auf. Loop. Und ja, wir essen viel zu viel Fleisch, das ist ja auch klar, ne, aber wenn die Massentierhaltung, wenn die das halt so halten, so abartig, dann kann ich doch nicht dafür. Wieso ist die Massentierhaltung billiger? Kommt der Haufen Gelümpe rein hier, Chemikalien und Antibiotika, vorsorglich Antibiotika ins Fressen. So ein Blödsinn, also in die Tiere. Das macht gar keinen Sinn. Und dann wundern sie sich, dass es irgendwann nicht mehr hilft. Klar, wenn die Viecher den ganzen Tag eng zusammengedrängt stehen, dass du da dieses Antibiotika irgendwann brauchst, ne? Lass sie doch auf der Weide stehen. Kostet das mehr, wenn sie Gras fressen, was nicht kostet? Wahrscheinlich der Grassamen zu teuer, ich weiß es ja nicht. So, Reparaturgedöns, ne? Ja, warte mal, brauchen wir zu verbinden, haben wir auch nicht so viel, hä? Ach, das kriegen wir schon gewuppt. Chlor ist anscheinend auch billiger als Asbest, ne? Deswegen, ne? Einfach reinklatschen, ne? Weil es billig ist, ne? Braucht keine Sau im Fressen, aber ist halt billig, ne? Asbest rein, Chlor rein, Antibiotika rein, ist halt billig, ne? Man braucht es nicht, aber es ist halt billig, ne? Und wenn es billig ist, nehmen wir es. Die rennen jetzt hier um die ganze Bude rum. Das ist wie mit den Kartoffeln, hä? Die wachsen im Garten, wie's blöd, hä? Ja? Die musst du noch mal pflegen, da kannst du frühs respektlos dran vorbeilaufen, im Garten, hä? Spuck's drauf, hä? Die Kartoffeln werden nur noch dicker und größer, hä? Und dann im Laden, oh, Reparaturkissen! Im Laden dann, oh ja, die Kartoffelpreise müssten wir höher machen, weil die hatten Mimimi, es war zu kalt, es war zu warm, der Wind ging nicht in die richtige Richtung und so, ach, jetzt müssen wir die Preise höher machen. Ja, die Kartoffeln werden immer kleiner und der Preis immer größer. Merkst du was? Und im Garten? Da wuchert das Gelumpe. Ich weiß nicht, was die machen. Ich glaube, die finden bloß irgendwelche Ausreden. Kartoffeln brauchen keinen Sex, um sich zu vermehren. Das ist wie Knoblauch. Die machen einfach. Das wäre es, wenn sich jeder Menschen-Dulli vermehren könnte, ohne den Akt zu vollziehen. Was da rauskommen würde. Schon alleine bei mir? Nee, hör auf. Nee. Och nee. Oder klingelt sie jeden Tag 5-mal hier. Ich bin's und so. Brauch Geld. Schön, hab ich dich. Und? Ja, ich brauch trotzdem Geld. Hier, in der Ecke liegen überall noch 1 und 2 Centstückchen rum hier. Sammel öff und hier. Mach mal was. Nee, ich hab Rücken. Du das öff. Ich löwe, ich weiß gerade wohin. So, ja, die Neville Base. Ein Spot mit Bot. Die Einzigen, die hier auf uns schießen. Die Bots, ne? Doch, wie brauchen wir das ab und zu mal? Die Razor, die wollen uns immer eine Maniküre aufschwatzen und eine Pediküre. Vielleicht sind die Razor nur gefrustet, weil sie mit ihren Krallen ja Handy nicht benutzen können, ne? Das funktioniert dann mit solchen Krallen nicht. Und die können wahrscheinlich ohne solche Handystifte. Kennt ihr das noch? Diese Handystifte? Mein Gott. Ja, da waren ja hier natürlich die Schlipse hier, ne? Die waren natürlich dann immer hier im Auto und in ihrem fetten Benz. Ne? Da hast du gesehen, dann an der Straße hier so. Daneben hier so.
dann mit dem Stift auf ein Glas drauf tippen. iPhone und so, ne? Natürlich. Ich hatte sowas. Mit mir lache ich am liebsten. Ja, wo ist denn nur die Base hin, Mann? Wir sind immer noch nach Westen, wir kommen keinen Meter vorwärts. Da hinten läuft ein Puppen. Oh mein Gott, der Kaffee. Oh ja, guck mal, Mumpeln, die brauchen. Ne, die brauchen wir nicht. Wir haben gar keine Auswahl mit. So. Dann schauen wir mal, was wir hier Köstliches haben. Oh ja. APK, da haben wir ja verloren. Aber nee, das nehmen wir jetzt nicht mit, das nimmt zu viel Platz weg. Wir gucken uns weiter um, ne? Gewehr und sowas, ne? Ja, Kompass, den verliert man ja so schnell, ne? Eine Rauchgranate? Ich bräuchte so ein Messerholster. Was nennt man das so? Ich weiß es immer noch nicht. Ein Jeset nehmen wir mit. So schnell, wie wir hier auf die Rübe kriegen. Hier läuft eigentlich dann auch ein Bot rum. Aber wenn wir uns jetzt hier... Und hier oben sind auch noch welche. Und Sprenger, glaube ich. Ach, das ganze Programm ist da. Und das ist alles hier unter 20%. Mal gucken, wie hoch wir es reparieren können. Wir sind eigentlich ganz gut im Nähen. 50. Ne, wir kriegen es nicht höher als 50. Hier hoch gehe ich nicht. Da headshotte dich der Bot weg. Ich glaube, hier war ein Bot. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier gewesen. Da ist er. Genau. Und da hinten ist auch ein Bubi. Und wir haben natürlich jetzt den Schalli nicht drauf. Den will ich auch gar nicht drauf machen. Wo ist denn jetzt unser Akok? Oh Gott, hoffentlich verlieren wir unseren hier, Dulli. Nicht hier. Oh shit. Ja. Jetzt kommt der Horte. Shooting Range. Was ist denn hier? Schuhe? Ich bin am Tisch hängen geblieben, wie doof kann man sein? Ah. Toll, und dort kommt der Bot. Ich glaube, der sieht uns dann. Ups. Ja, ist schon. Oh, hier ist noch ein Radio. Haben wir eine Batterie mit? Ja, haben wir. Ah. Ja, ich müsste ja ohne Schalli schießen. Ja. Hat den einen Apfelfunk gepackt? Komm doch mal her, ich will dir nur was geben. Ich hab da Werbel auf die Platte gehauen. Ja, toll, jetzt gehen die unfreiwillig in Deckung, ne? Normalerweise sind die nicht so schlau. Ja, super. Ah, die Hochsitze, das ist echt doof. Warte mal, vielleicht können wir auf das Zelt hüpfen. Bönchen fliehen! Ach, die kommen hoch! Ah! Wie viel fucking Schaden machen die? An jeden Spot! Ich will meine große Fresse! Ganz blöd ist das ja auch immer, wenn du so switchst, weißt du? Ich bin normalerweise Ego-Ansicht-Spieler, weißt du? Und wenn du dann immer so rumswitchst zwischen Ego und Außenansicht, ne? Außenansicht zu schießen, das ist ja sowieso Blödsinn. So. Und was haben wir gelernt von Bernd Böhnchen? Wir machen den Schalldämpfer wieder drauf. Der klingt zwar nicht so schön, aber... Ne? Das ist ja nur Pups, ne? Hab ich mal so gemerkt gerade, ja? Ha, man lernt dazu. So ein Scheiß. Guck hier, Cracker. So, na, das macht wohl doch mehr Sinn, wenn wir es drauf machen. So, jetzt machen wir das Akku wieder ab. Das ist an solchen Spots sowieso eine ganz blöde Idee, ne? Wenn man da Krach macht. Aber das ist auch manchmal wirklich so richtig doof gebalanced, ja? Du läufst an einer Puppi 1 Meter vorbei, die kriegt dich nicht mit. Und dann ballerst du hier rum und schwupps, alle getriggert. Realismus. Sind das für Gäse? Hm, die Bubis glitschen durch.
Jetzt sind die Füße nackt. Kille, 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 kille. Jetzt können wir kille, kille machen. Kille, 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 kille. Sein Scheiß. Ach, man hat immer noch Spaß mit den Puppis, ich weiß auch nicht. Bin ja auch Idiot, hä? Warum hab ich den Scheiß hier nicht eigentlich im Flugzeug gelassen? Da war ich quatsch und laufen, laufen, ja, und dann, oh ja, toll. Und hier das auch. Was will ich denn jetzt hier mit diesem Memory-Ding? Nicht. Jetzt sind die Puppen weg, ich wollte gerade um Kopf scheißen. Oh, dieses Despawn, ey, das geht mir so auf den Sack. Komm jetzt, Menschen, wir kacken jetzt hier, ja. Taktische Armeehöse, die kriegen wir auch wieder nicht auf 100%, ja. Also, das ist ja auch nicht unsere, also, who gives a shit. So, jetzt legen wir unsere Klamotten ab, Flübberchen. Und jetzt machen wir ein schönes Gagaschen. So, gucke hier. Setz dich jetzt noch so hin, da kannst du sogar noch beim Kacken gucken, was draußen so los ist. Ach, die glühen, wie sie durchgucken hier. Ja, ja. Und da fällt's. Wenn du dem Giftpilze gibst, da kriegt er ja so Spritzpups, ne? Ah, da hab ich den mal ins Bett gelegt, weil das war ja das, wo diese Giftpilze da reinkamen, wo sie halt dann auch Auswirkungen hatten. Und da hab ich den dann ins Bett gelegt und wollte halt die Wirkung der Giftpilze mir angucken, ne? Und da lag er dann im Bett und dann siehst du nur noch so richtigen Sprühstuhl. Und da hat das ganze Bett voll geschissen. Der Airdrop, na weiter weg ging es ja schon gar nicht mehr. So, wie steht unser Flugzeug? Da. Und der Bunker ist im Norden. Das ist das ist das Bermuda-Dreieck hier. Wünschen ja, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen zusehen, dass wir wieder laufen. Wir laufen andersrum. So, wir sind da. Es kam nur eine Puppi hinter mir hergerannt, die ich mal schnell weggeschossen habe. Wir werden trotzdem jetzt gleich erstmal Mumblecheck machen, natürlich, ne? Hier finde ich die Spiegelung geil, ne? Von den Solarpanelen, ne? Das ist schon richtig cool gemacht. Macht Sinn. Das ist halt die Stärke von der Unreal Engine. Gucke da an, eine Leiter. Oh. Da kommen bei mir wieder Wrestling-Vibes hier. Leitermatch und so. Das haben wir früher auch gemacht. Leitermatches, ja? Aber wir hatten eine Holzleiter. Wenn du da drauf fliegst, die Leiter liegt rum, ne? Und du fliegst dann drauf mit der Hüfte. Da weißt du nicht, was knackt, ne? Dein Rückgrat. Die Hüfte oder die Leiter, ne? Deswegen durften bei uns auch nur die Leichtgewichte die Leitermatches machen, ne? Ich zum Beispiel. Ich war da noch das Leichtgewicht. Ich finde das richtig geil, wie individuell die hier die Außenbereiche gemacht haben. Und gucke mal, wie das angeordnet ist auch. Oh, der Puppi. Wie das angeordnet ist, ne? So als ob da in dem Bunker irgendwann vielleicht oben in den Zwischenbereichen da NPCs sein könnten, die sich da verschanzt haben und du dich hier halt vorbeischleichen musst. Auch durch die Deckung und sowas. Weil hier auf dem normalen Weg würdest du von dort erschossen werden, ne? Aber hier hast du halt auch ein bisschen Gebüsch und sowas, wo du dich halt reinschleichen kannst oder vorkämpfen kannst und sowas, ne? Als ob das kein Zufall ist, wie das hier angeordnet ist. Du kannst mir erzählen, was du willst. Irgendwann kannst du die aufheben und dann auf dein Dach in deiner Base machen. Aber die haben ja auch gesagt, ne, also vor der 1.0 wird es in Sachen Base-Building nichts Neues mehr geben. Und es fehlt ja wirklich vieles, ne. Auch der ganze Deko-Schrott. Ja, kann man jetzt davon halten, was man will. Aber ich möchte zum Beispiel auch, dass meine Bude ein bisschen hübscher aussieht, ne. Ich will jetzt nicht unbedingt wie bei Hausflipper da Tapete machen und sowas, ne. Aber wenigstens mal ein bisschen heller, ne? Ich will jetzt hier auch nicht Villa Kunterbunt machen. Den kann man vielleicht auch. Warum nicht? Gibt ja Leute, die vielleicht auf sowas stehen, ne? Gibt ja auch Leute, die solche Server haben, wo man halt lieber Spaß hat und so, ein bisschen Kuschelkurs hat und man geht gemeinsam looten und so, Nacktbad und so, ne? Muss ja nicht alles immer bierernst sein, ne? Kommt bestimmte DLC hier, Haus dekorieren und sowas. Mit Farbe und so. Ja, auf. Es kommen 100% Farbeimer rein. 100%, das Wetsch. Und irgendwann nach der 1.0, hört auf meine Worte. Hoffentlich bezahlt mich Gamepires danach noch, weil ich was geleakt habe. Allah.
Gamepires. So ein kleines Studio, das kann sich mir gar nicht leisten. Kann sich mich nicht leisten. Ich kann mir okay Duden leisten. So, jetzt kommt wieder der nervige Scheiß mit der Matheaufgabe. Natürlich, wenn wir jetzt einen Alarm auslösen, triggern wir die ganze Bagage da drinnen. Und das habe ich jetzt durch Denken gemacht. Aber pass auf, da kommt noch eine zweite Tür. Schalli ist drauf. Die Schallis sind ja auch unterschiedlich laut, ne? Das kommt ja auch immer auf der... aufs Kaliber drauf an, ne? Also so ein M82 mit Schalldämpfer ist natürlich trotzdem weitaus lauter als ein Kleinkaliber, wie zum Beispiel hier eine 9mm Pistole. Also ein M82 mit Schalldämpfer macht hier genauso viel Krach wie eine 9mm Pistole ohne Schalldämpfer. Je nachdem, ne, was du halt für ein großes Kaliber hast, ne? Die Mützen können wir gleich wieder abhauen. Ja, weißt du, hast du eine 200er Fluse unterm Buse? Nee. Hühnchen läuft langsam hier. Warum hast du die Knarre hier? Wir wollen das hier Friedfisch machen. Nee, nicht da reingucken. Wir scheitern jetzt. An der Tür scheitern wir immer erstmal. Wenn die eine Tür zu einfach aufgeht, geht die andere extrem schwer auf. Hört er auf. Ich weiß doch, wie das läuft. Außer die Ludfee will, dass ich hier erstmal reingehe, weil sie die letzten Folgen zugeguckt hat. Oh, minus 10. Oh, shit. Nee, thank you. Razor. Nee. Ja, jetzt kommen hier draußen die Bubis. Schalldämpfer. Hühnchen, denk dran, es sind nur 20 Schuss drin pro Magazin. Ich will es ja nur mal erwähnen. Das ist aber sehr gelenkig, hä? Du machst bestimmt eine Frau sehr, sehr glücklich. Hallo, Bubi. An jeden Spot, Hühnchen. Da hat gleich mal 8% Schaden gemacht, die blöde Kuh. Hier ein Messer. Haben wir eins? Wir müssen sowieso noch. Mädchen! Wenn ich da drinnen gucke und drücke da drauf, dann sollst du die Scheiße aufnehmen. Du Dulli! Der Typ macht mich bekloppt. Frische Hosen. Mach das Ding, du. Aber haben wir ein bisschen mehr Platz. Mir juckt's. So, wir machen eine 600er Fluse hinein. Und dann brauchen wir A, B, C. Ja, komm, Böhnchen. Zeit läuft. Wumpeln. 14 von 16. Oh Gott, ich hasse die Kacke. Da ist doch jetzt auch hinter mir. Das war doch hinter mir gewesen. Direkt hinter mir gespawnt. Oder? Wie schnell das jetzt auf einmal? Dick, 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 dick. Da ist er. Karte suchen. Wie sind wir hier drinnen? Skill und so, ne? Ich wechsel mal. Okay, jetzt mumpeln wir das. Ich bin so fucking angespannt, ey.
Aber ja, vielleicht noch eine bessere Fluse finden, wa? Wenn wir das jetzt hier alles triggern, dann haben wir die genau denselben Scheiß wie im letzten Video. Böhnchen, der Baumeister. Aber auch nur, weil Böhnchen sich immer gerne so Joint rollt und so. So 400er. Ja, was anderes haben wir ja nicht. Und dann brauchen wir da und H. Müssen wir das aufpassen. An der letzten Folge hat man es ja gesehen, da ist ja in diesem Medizinbereich oder Wissenschaftler-Forschungsbereich direkt der Sprenger gespawnt. Ich will das gar nicht erst triggern lassen, ne? Dass die hier gar nicht erst auf die Idee kommen, sich hier ein Dutzend zu manifestieren. Ich weiß nicht, ob das hier war. Ja, das sieht nicht. Doch. Ja, genau das Main. Böhnchen. Und der nächste Sprenger. War das doch. So, hier haben wir noch 52 Minuten. Hier haben wir 57 Minuten. So, aufladen. So, 8 Stunden. Und so lange wird hier nicht das Ganze vergessen. Hier raus. Körperteil. Der Lachsch. So habe ich ja nicht dagegen. Puppen und Razer und sowas, ne? Wenn du hier leise bist, da triggerst du die Razer nicht. Die Puppen hast du ja trotzdem. Aber wie im letzten Video, dass ja wirklich neben dir 15 Puppen spawnen. Und vor allen Dingen die Sprenger. Aus dem Nichts. Du weißt nicht, wo der herkommt. So, jetzt machen wir den Scheiß hier noch an. Ich würde das halt mit der Mine noch gerne ausprobieren. Aber erstmal müssen wir uns wenigstens ein Stück weit in Sicherheit. Hallo? Es ist immer so, wenn die nicht getriggert sind, hä? Die Hitbox? Grauenhaft. So, pass auf jetzt. Hier kommt ja normalerweise so ein Razer runter, ne? Oder? War das nicht hier? Hier kommt zum Beispiel eben runter. Wenn ich jetzt die Mine direkt hier drunter lege und versage dann bei diesem Schränkchen. Weißt du? Müsste der direkt auf die Mine fallen. Mein Gott, wo kommt denn die nur her jetzt? Weil ich müsste. Da ist doch noch einer. Ich muss mich dann hier reinretten. Einfach wieder aus dem Nichts. Ich lege erstmal die Mine her. Was? Du bist nicht selber drauf laufen, hä? Juli. Was ist? Und wir dürfen kein Puppi drauf laufen.
Kack. Ja, und ja. Gartenzug. Ja. Doch, die explodiert die Scheiße. Fuck! Ja, der Chat! Der ist jetzt wisst. Jetzt sind wir hier wieder trocken. Knarre. Trocken. Oh, Junge. War ja klar. Die Mine ist, naja, gut, das ist sowieso immer Schmutz. Ach, wir haben ja. Oh, wir haben eine tödliche Verletzung, hä? Das ist doch halb so wuschelig. Aber die Minen lösen bei den Razern nicht aus. Die Mine ist genau drunter. Wo der runtergekommen ist. Tja, scheiße, wa? So, jetzt müssen wir hier noch Take-Out-Notverband. Oh, da reicht eh noch. Ha, Skill. Ja, jetzt gehen wir bloß noch rein. Das Blöde ist, wenn ich jetzt dort runter gehe wieder und mein Schwert holen möchte und eine Puppi läuft dann auf die Mine drauf, weil die Puppis lösen es bestimmt noch aus. Und hier spawnen ja ständig Puppen um dich rum. Wenn da eine direkt auf der Mine spawnt und ich bin daneben, war's das. Da liegt das Minchen. Ja, vielleicht sollten wir den Brenner mal ein bisschen triggern. Gerade geguckt, ja. Das war leer. Ja. Mensch, Luf! Das gibt's nicht, das gibt es nicht. Das gibt es nicht! Verdammter Wichser! Jetzt haben wir bitte alles verloren! Sobald ich den scheiß BCU-Chip hab, war's das. Bin wieder am anderen Ende des Spots hier. Fuck. Aber. Oh mein Gott, lauf doch mal! Wir kommen ja nirgends wo an. Halbtagsgutszeit. Da war keine scheiß Puppe auf dem Gang. Du drehst dich um, schwupps Puppe. Du kannst da gar nicht taktisch vorgehen. Ja, hätte ich bloß das scheiß Schwert da liegen lassen. Das ist ja jedes Mal so. Ich habe ja noch einen BCU-Chip. Ich habe auch die goldene Karte. Ich muss mir ja jeden Tag eine neue goldene Karte holen. Geldkarte. Oder eine schwarze oder was auch immer. Jeden Tag ist eine Karte weg. Ich krieg da die Krise. Ich weiß ja auch, dass der Puppenspawn scheiße ist. Warum mache ich dann trotzdem? Ja, alles bloß wegen dieser bepissten Mine. Das war der ausschlaggebende Punkt, ne? Ignoren! Und dann der Spaß. Junge, warum? Weißt du, wir haben es eilig. Und da lässt er es feiern hier. Du siehst, ich mache doch nicht mal was. Ich lasse jetzt alleine laufen. Ja, da ist ein Böhmchen. Junge, wo ist denn Westen hier? Südwesten, wir müssen nach Nordwesten. Ist aber eure Dulli. Warum verbinde ich denn überhaupt? Warum gibst du was zu essen? Eigentlich braucht man ihm nie was zu essen zu geben, hä? Immerhin, wir waren vorher wieder krank. Und ich wüsste. Ja. Ich wusste es. Weißt du, es ist jedes Mal so, du hast einen Spot, wo du vollgeschissen wirst mit Loot, machst du einen zweiten hinterher, pauschal tot. Realismus.
Mit solchen Bötchen, die du anhast, da wird's übel. Ach ja. Nö. Ich melde mich in anderthalb Stunden, ich geh jetzt nochmal duschen, lass sie weiterlaufen. Dann sind wir erstmal noch da. Also bis gleich. So, da sind wir. Oh, wir sind da. Pistole. Ohne Holster. Alles weg. Mal wieder. Hey. Richtig schön frisch. Ich verstehe es nicht. Wieso verschwindet ständig das Zeichen? Da ist die Mine. Interessiert ja auch keinen. So, naja. Die Mine ist doch da. Meine Leiche? Nö. Supi. Alles zu. Wieso ist da auch immer alles zu? Verstehe ich nicht. Ja, jetzt ist die Karte natürlich auch wieder weg. Da hat man auch schon was drin. Stift. Na, da ist Bad Lönschbach. Ah, das ist auch das Gerümpel. Ich bin ja nur schon in der Mitte hier gestorben, weißt du? Ja. Der Rucksack da. Nicht. Alles weg. Der PCU-Chip und alles, ne? Ich nehme ein scheiß Schwert, das ja auch nicht mehr da ist. Oder? Man weiß es nicht. Ja, schön, eine Granate. Ja, noch mehr Knarren. Was nützt mir das? Scheiße, ja. Ich hab denselben Fehler gemacht wie beim letzten Mal, hä? Halt, wollte noch was ausprobieren und sowas, ne? Kannst du vergessen. Das Prinzip funktioniert nicht. Einfach BCU-Chip nehmen, machen, raus, rennen, fertig. Alles andere funktioniert einfach nicht. Das ist nö. Jetzt ist da wieder einer gespawnt. Siehst du? Keine Sau da gewesen. Das ist so ein Schmutz. Tja, jetzt haben wir ja eine 800er Fluse. Und noch eine. Immer her damit, hä? Scheiße, ja. Ja, Magazin ist noch alles weg. Und da alles, was wir brauchen, ist weg. Jetzt wenigstens nachvollziehbar wäre, aber. Nee. Nee. Puppenspawn macht ja wirklich alles kaputt. Also ich werde jetzt auch, um nicht noch mehr Kram zu verlieren, werde ich auch ganz einfach so lange auch nicht mehr in die Bunker gehen. Das bringt da nicht. Kann das jetzt hier auch nicht aufknacken. Eigentlich müsste es noch offen sein. Wenn es der Schraubenzieher finden wird, ja, findest du ja wieder alles, was du nicht brauchst. Der Kochbuch wird jetzt auch noch finden. Kippen. Ja, Kippen sind da. Okay. Wo geht ihr das an? Direkt im Raum, ja. Ach nee, nee. Also die Bunker, die machen keinen Spaß. Die ich dachte, nee. Jetzt spawnt nicht. Also heute ist mal jetzt nicht hier so 2 Dutzend Puppies gespawnt oder so. Aber man sieht's ja, ne? Die Mine, da macht mich richtig wuschelig. Aber es latscht jeder drauf. Außer ich, wenn ich drauf latsche, dann geht's ja hoch. Alle anderen nicht. Wenn wir jetzt mal gucken hier. Machen wir da unseren Schalli ab. Bildschirm. Da ist die Mine. Muss das theoretischerweise drauf laufen.
Oder als nächsten Hügel. Ja, war ja leer, wie immer. Obwohl ich oft gemümpelt habe. Jetzt hat er das wieder fallen lassen. So, immer geil, wie die ausweichen. Das Holz, alles weg. Ah, Brenner, so eine faule Sau hier, okay, okay. Ach komm, ja, weißt du was, raus hier. Raus aus dieser Drecksbude. Schleifstein, jetzt! Aus rein Protest. Essen gibt's jetzt nicht. Geh doch mal an die Gäste ran jetzt hier. Ich hab jetzt so die Schnauze voll, Pünchen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben das gefixt, dass die Körper verschwinden nach dem Tod. Ah ja. Geschichten erzählen, die noch keiner kennt. Frag Empires, frag Empires. Ja, na na. Trenn ich hier mit der Knarre in der Föte rum? Wie soll ich sehen, du? Vielleicht, warum klebt er sich die Knarre nicht auf dem Rücken? Mit der Axt klappt's da oben, wo ist das Problem? So, wir müssen nach Südosten. Zum Flugzeug. Ich wollte ja auch unbedingt mein Schwert wieder haben, weißt du? Ich habe Häme einen Schrank voller Schwerter, ne? Aber nee, das Schwert wollte ich halt noch rausholen. Und immer, wenn ich diesen scheiß BCU-Chip aufgeladen habe, tot. BCU-Chip, tot. BCU-Chip, tot. Weil ich ja auch immer diesen Scheiß mitmachen muss. Ja, ich habe keinen Schraubendreher. Da kommen jetzt die Erdlops im Sekundentakt runter. Lauf rüber! wo wollte ich langlaufen? Das war jetzt, vor kurzem war es ja wieder da gewesen. Dass du deine Leiche gefunden hast. Nach fast 2 Jahren. Nach fast 2 Jahren. Und dann kam das Update mit den Puppies. Dann hat das nicht funktioniert. Dann haben sie ja offenbar einen Rollback gemacht, der jetzt auch wieder kaputt ist. Und durch den Rollback haben sie wahrscheinlich wieder das alte systematische Gelumperei gemacht, wo die Leiche dann halt pauschal verschwindet. Ich glaube, die haben einfach eine alte Version draufgesetzt wieder. Die haben die ja großartig wahrscheinlich gar nicht gefixt. Ich sehe ja nicht, dass irgendwas repariert wurde seit den letzten 2 Updates. Null. Das sind irgendwelche Fixes oft geführt, die mir als Bugs noch nie untergekommen sind. Das ist ich ja, du kannst die Mütze nicht aufsetzen oder sowas, ne? Oder du. Aber die Bugs, die mich jetzt zum Beispiel nerven, dass zum Beispiel, wenn du angeln gehst, dass du den Fisch nicht fressen kannst. Aber was weiß ich schon? Ich bin doch bloß Böhnchen. Also ich nicht. Das ist Böhnchen. Ich weiß gar nicht, warum verwechselt ihr das immer. Ich bin nicht Böhnchen. Ich hab meine Axt nicht auf der Schulter. Ich hab sie im Kopf. Ja, ja. Das ist wieder so eine doofe Fliege hier vor der Linse rumrennt. Oh Gott. Ich würde jetzt hier am liebsten noch 5 Stunden... Da ist doch eine Puppe auf dem Dach. Puppe vom Dach. Immerhin, mein Flugzeug ist noch da. Wieso steht denn das so schief da? Ach, jetzt haben wir hier wieder 10 Millionen Puppen. Das ist schön. Ich habe bloß eine Axt dabei. Und noch die letzten paar Schuss in der Scar. Ja, wenn ich die Scar jetzt nehme, lässt er ja die Knarre fallen. Ach du Scheiße. 50 Puppen. Ja, Bähnchen-Knarre. Oh Gott, das Bähnchen, ne? Ich hab erstmal die Knochen in Sicherheit gebracht. Ja, und du? Nee. Jetzt haben wir ja keine Garage, nicht wo ich hochhupen kann. Ich sollte mir vielleicht mal von der Puppe da auf dem Dach einen Tipps geben lassen. Guck dir das an, wie viele Puppen hier sind. Da eine Stadt. Das gibt's doch wohl nicht. Ich will nicht schon wieder verrecken hier. Mein Leiche ist eh nicht da. Ausgerechnet die schnellen Opas. Wenn ich jetzt das Gewehr aus... Der klettert da nicht hoch, der Dulli.
Aber wir haben immerhin aus dem Bunker zwei Flüsse rausgeholt. 800 Ampere. Wupp, wupp. Das sind 1600. E-Lappen. Fucking Cereal. Das ist Rebel. So, dann machen wir mal wieder den hier. Immerhin, er humpelt nicht. Ich wollte bloß Helme. Ist aber wieder kein Schwert. Aber Ampere und so hier. 800 und so. Lose. So, sonst noch irgendwie großes WW. Hier kommt das mal öfter. Was soll's? Du gibst dir shit. Und dann muss ich mal hier irgendwie langsam mal wieder ein bisschen aufräumen und so, ne? Das ist heute wieder. Nee. Also der Zeit ist irgendwie das Würmchen drin. Du hast mich verloren, meine kleine Schnulle. Sehr gut. Aber wie viele Puppies da auf einmal an einem Spot sind, hä? Das ist immer noch dieser Scheiß, hä? Dort, wo du dein Auto oder dein Flugzeug hast, hä? Da sind da Haufen Puppen dann. Ich weiß auch nicht, was hier Phase ist. Klamotten? Na, jetzt brauchen wir auch keine mehr. Jetzt ist der Zug abgefahren. Hätte ich bloß das Reparaturset wenigstens reingetan. Hier ist halt noch eins drin, aber das ist ja noch altes. Mal infiziert, Böhnchen. Nö, nö. Egal. Heimat. Süße Heimat. Zeit. So ein gebrauchter Tag, leck mich am Arsch. So, ich hab die Schnauze voll mit den Bunkern. Das ist jetzt das letzte Mal gewesen. Nö, das ist nicht Repro. Das ist nö. Na, Bähnchen, hast du Hunger? Tja, ich hab dir eine Pizza gemacht. Aber die hast du ja verloren im Bunker. Warte, warte, dort? Weiß ich nicht mehr. Ich lösch das ja überall rein, weiß ich nicht. So, unser Angelzeug, das bringt ja auch nicht. Das funktioniert ja auch nicht. Ach, unsere Pizza. Auf den Dreck. Und dann essen. Da riecht das nicht auf, hä? Aber frisch gefangener Fisch. Ich weiß nicht, was er hat. Ach, das ist ein Dulli. Nicht, dass er im Schlaf stirbt, hä? Man kennt's ja. Sobald ich was zu essen gebe, verreckt er ja. Immerhin, ich muss mich um Vitaminmangel und sowas keine Gedanken machen. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ab ins Auto, frisch auf dem Sitz drauf geschmiert. So. Ja, Böhnchen, mal gucken ja, was in unserem Schränkchen noch da ist, hä? So ein... So, die Waffe ist ja im Auto, genau, HS. Dann haben wir noch Platz. Kommt die Scheiße hier gleich rein, ja. Ja, du musst wirklich mit dem APK rein, bloß das Problem ist, wenn du das APK benutzt, egal ob Schalldämpfer oder nicht, da hast du wieder das Problem, dass neben dir 10 Milliarden Puppen spawnen. Je schwerer du bewaffnet bist irgendwie. So, jetzt gibt's noch das Knurfi-Gedöns. Ja, komisch, ja. Hast du deiner Mutter letztens auch gesagt? Die schmeckt ein bisschen komisch, hä? Bohnenstrunk? So. Hab ich immer noch, ich weiß immer noch nicht hier. Jetzt müssen wir mal irgendwie eine Inventur machen hier, hä? Schläfstehen rausgeholt. Gehen wir weg mit den alten Lumpen. So, Flusen. Ich hau das jetzt ja alles rein. Das ist, nee. Die ganzen Magazine für meine Scar. Alles weg. Naja. M249 hab ich ja mir gelootet. Aber die zwei Ammo-Boxen sind natürlich weg. Hat ich auch mitgehabt. So, dann haben wir noch RPK-Magazine. Auch weg. Haben wir noch 3, 4, 5. Ja, aber die, wenn die leer sind, sind sie leer. Ich habe ja keine Ersatzmumpeln. HS9, HS9. Also die Pistolen halt Holster. Da mangelt's auch dran. Die verlierst du ja auch gleich. Der Mensch ist ein bisschen kalt um die Buchse. So, jetzt gibt's erstmal ein paar ordentliche Hosen. Ja, die haben wir doppelt, die können wir nehmen.
Ja, da kann er dann in sein Tagebuch reinheulen. Ich bin wieder gesund. Und schon rüsten wir uns wieder aus, ja, mit neuem Scheiß, den wir wieder verlieren können. Und wir haben ja auch noch den Dornfleck-Rucksack getauscht und so. Oh, alles weg, ja, der ganze Schmutz ist alles weg. Plöpp. Was uns ausgeht, sind hier Waffen und der ganze Stuss. So. Ach, das Ding ist doch schon voll. Ja, ich weiß nicht. Was wollen wir als nächstes verlieren? Das kann auch alles weg hier. Warum ist das überhaupt durch die Schnellleiste legen? Das regt gleich wieder weg. Ach, weißt du was? Wir haben lange die UMP nicht benutzt. Wir haben viel zu viel 45er. Ach, jetzt haben wir ja, okay, Scope. Ach, die ganzen Scopes sind ja weg hier. Die ganzen Visiere. Natürlich. Daran mangelt es ja wieder. AK-15 passt nicht drauf. Ja, jetzt haben wir ja 10.000 Schalldämpfer und keiner passt, ne? Das ist ja mal wieder richtig fett, hä? Tja, Planung ist alles so, 45er. Der Schrank muss ein bisschen leer werden. Das rein. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. So, das nehmen wir noch. So. So, dann wird es mal wieder Zeit. Wir haben auch wieder viel zu viel HSF-19. Ohne Munition natürlich, weil 9mm, die gibt es ja sehr selten mittlerweile. Ich weiß auch nicht warum. Ich müsste das mal ordnen, aber was nützt es? Überhaupt nicht. 2 haben wir noch 9mm hier. Wie gesagt, 45er. Hier, 45er. Da trifft die alte Sau. Da können wir gleich erstmal mit dem Reparaturkistchen drüber rutschen. Unser Axe-Deo-Splash brauchen wir auch nicht. Ja. Dann hier noch 45er her, damit der ganze Schluss. Und ein Schwert. Ganz wichtig, Fisch. Ja, wir haben noch welche. Wir können jetzt noch dreimal in den Bunker gehen. Danach müssen wir Airdrops machen. Jetzt alles nicht. Ah, echt, hier, der fällt der Schinken vom Brot. Und Laubfisch. Wo sind die Knarre jetzt hin? Ach, wir haben gar keine drauf. Alle hier drin. Wir brauchen hier, da. Hase 19. Schlechter Zustand. Jetzt rubbeln wir die Scheiße hoch. Jetzt bumm und da und husch. So, und weil wir ja so geil im Ziel sind, hier, ich hab doch hier so eine Behindertenhilfe gesehen. Hier noch 45er. Und hier, Kompass. Brauchen wir den überhaupt noch? Ja. Hier, da, unser Behinderten. Unsere Behindertenhilfe. Und wieder runterrüppeln. Ach, wir haben ja kein Holster. Mal wieder. So, Lampe. Lampe. Wir haben keine Lampen. Also, wir brauchen Lampen. Und alles andere für die Knarren. Polizeirevier bietet sich an. Da noch 45, her damit. Und hier auch noch, her damit, her damit, her damit. Es muss leer werden hier. Ja, Bums. So, würde man sagen, wir sind bereit für unser nächstes Abenteuer. Keine Ahnung. Ja, ein Waffenholster. Das ist so der Big Shit. Wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen. Es nützt ja alles nicht. So, da, das nehmen wir auch noch mit. Viel zu viel Mumpeln. Aber an allem anderen mangelt es uns dezent. Was soll's. So. Böhnchen hat gegessen. Genau. Pizza Fungi, die bleibt die nächsten 5 Tage erst mal am Wanster. Aber Böhnchen kann sich jetzt auch erst mal ein bisschen ausruhen. Das gönne ich dem jetzt mal. Wir machen als nächstes etwas Chilligeres. Ne? Grundausstattung ist mal wieder angesagt. Ne? Gibt's Shit. So. Danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche und bleibt feucht. Tschüss.